So, willkommen zurück zu einer neuen Folge RimWorld. Sehr schön. Wie immer, falls ihr in diesem Projekt vertreten sein wollt, geht doch einfach mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link zu Folge 40. Dort könnt ihr einfach unter dem Video kommentieren und könnt dann in diesem schönen Projekt vertreten sein, als Kolonist. Der nächste Kolonist, der dann da ist, der seid dann ihr. Sehr schön. Ansonsten, ja, was wollen wir denn machen heute? Heute steht an, ich würde sagen, wir machen mal, wir planen mal hier dieses Geothermal-Kraftwerk oder Geothermie-Kraftwerk. Wollen wir mal bauen, ne? Ist in Planung auf jeden Fall. So, das bauen wir dann auch so. Wir machen mal hier zu und dann können wir auch unser Lager nach hier erweitern. Also wir machen das einfach so, so und so. Sehr schön. Sehr viele Soos. So, und dann zwei Türen hier rein und das können wir eigentlich einfach aufbrechen. Sobald das gebaut ist, können wir einfach aufmachen und dann machen wir hier ein Lager rein. Ganz einfach. Das wird dann sozusagen meinen Wintergarten betreiben, den wir auch noch irgendwo hinbauen müssen. Oh, wo habe ich denn Platz dafür? Theoretisch hier oben vielleicht. Also, dass wir das hier so ein bisschen erweitern und dann machen wir hier einen Wintergarten hin. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ist das für Boden? Oh, Sandstein, das ist nicht gut. Schade, dass man den nicht auswechseln kann. Oder kann man das? Nein, ich kann keine Erde. Ich kann auch da nicht sagen, Boden entfernen. Das funktioniert nicht. Es ist halt rauer Sandstein. Was soll ich dagegen machen? Ich kann da auch nichts für. Wir haben ja ewig viel Kalkstein. Kann ich mal zeigen. Hier, 1000 Kalkstein. Easy. Boy. Wie groß machen wir das dann? Läuft das? Das läuft weiter. Oh, wir können es ja auf Dry Speed machen. Ich wollte kurz gucken, was so eine künstliche Sonne. Ja gut, hat schon so ein bisschen Reichweite. Aber von der Größe geht's eigentlich. Vielleicht machen wir es so. Ups. So, dass wir zwei nebeneinander haben. Das heißt hier. Machen wir mal kurz, dann klicke ich die kurz mal an. Oh, das zeigt natürlich nicht. Das ist teilweise blöd, dass diese Bereiche nicht angezeigt werden. Da muss ich mir natürlich jetzt ausmalen, wie weit die geht, beziehungsweise kann ich das abzählen. Die geht 1, 2, 3, 4, 5, 5 weit, alles klar. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5. So, und das sind noch vier, das heißt, ich müsste hier und dann bis zu diesem Baum noch erweitern das Gebiet. Alles klar, machen wir mal. Bis zu diesem Baum. Wir können es weiterlaufen lassen. Oh. Müsste passen, ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht ist es auch nur Schwachs. Das lassen wir erstmal. Ja. Das eigentlich passt von der Weite. Das können wir mal gucken. Wir können es aber wieder weiterlaufen lassen. Wie laufen lassen. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Okay, eins ist zu niedrig. Alles klar. Warte mal. Wir machen das einfach mal hier mit den Befehlen. Und brechen das mal ab. Was gibt es noch zu sagen? Neue Projekte stehen an. Ich habe schon was hab doch schon eine kleine, ne, ja, wisst ihr Bescheid, kleines Projekt im Sinn. Achso, warte mal, bevor wir das bauen, bitte nicht bauen, ich will erstmal, dass die Böden hier verlegt werden, dass hier auch kein Feuer brennen kann, also kein Boden da ist, wo es dann wirklich brennen kann. Steht da. Hier ist er ja dann trotzdem, also ich weiß nicht, ist dann Gras unter der Maschine? Zählt es noch als Gras? Ich habe doch keine Ahnung. Hier können wir eigentlich auch den Boden verlegen. Und hier könnten wir dann nochmal eine Solaranlage hinbauen. Wollen wir eine Solaranlage? Was kostet denn so eine Solaranlage? Das ist eine Batterie. Wo sind denn die Solaranlagen? Hier. Drei Bauteile. Und 100 Stahl eigentlich. Brauchen wir es eigentlich nicht. Lassen wir es mal. So, happy, schön am Schneidern, es läuft alles. So, Zusammenbruch nimmt Drogen. Du kleiner Penner. Du kleiner, kleiner Penner. Da müssen wir auch noch irgendwas machen. Irgend so ein Lager. Weißt du was, das machen wir auch gleich. Wir machen gleich mal hier, planen gleich mal ein Lager, wo wir unser Bier verstauen können. Machen wir so und so. Und dann machen wir mal eine Autotür. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich steht da ja... Ja, ja.
Trennräume, stromgebundene Variante, Kolonisten können passieren, ohne verlangsamt zu werden, okay? Also, müsste eigentlich sehr schnell gehen. Wie schnell, weiß ich aber jetzt nicht genau. Deswegen, wie schnell, weiß ich nicht genau, weil wenn ich hier zum Beispiel eine Schiefertür nehme, dann entsteht da trotzdem 45%. Kolonisten können passieren, ohne verlangsamt zu werden. Also ich verstehe nicht ganz den Sinn der Sache. Wieso steht da dann 45%, wenn da steht, ne? Also das ist nicht ganz deutlich, finde ich. Also finde ich zumindest. Vielleicht bin ich auch nur ein Dödel und, ne? Passt. Ach so, natürlich müssen wir auch sagen, hier auf keinen Fall überdachen. Ich glaube, die Dinger können auch, also die können auch durch die Temperatur einfach anfangen zu brennen, oder? Also wenn ich hier zum Beispiel jetzt nicht gesagt hätte, kein Dach. Weiß das jemand genau? Ich weiß das nicht. Hundertprozentig. Mein Mund ist irgendwie so komisch taub. Ich habe ein neues Mundwasser benutzt. Und das macht irgendwie meinen Mund taub. Weiß nicht. Ist das halt besonders viel Fluorid drin oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es neues Mundwasser. So war so ein Probefläschchen war dabei bei anderen Mundwasser. Ist aber irgendwie nicht so gut. Fühlt sich nicht cool an. Ansonsten läuft's ja. Ja? Wir haben bis jetzt keine Probleme, zum Glück. So, ich weiß auch nicht, wo. Ich weiß noch immer nicht, wo wir an Uran kommen. Also außer es ist irgendwo Glück zu haben und es auszubuddeln. Was ja schon sehr viel. Also, weil man kann es ja nicht sehen. Feuerteufel. Wer denn? Und wo denn? Wie lange die immer teilweise brauchen, um aufs Feuer zu reagieren. Das ist doch ein Scheiß, Alter. Meine Fresse. Ja, fick dich, Igor. Und wieso macht niemand da oben das Feuer löschen? Das ist doch teilweise so dermaßen behindert einfach nur. Ja, ich habe behindert als Schimpfwort benutzt. Ohoho. So, du bist ein Fernkämpfer, Megumi. Müssen wir eigentlich auch ausrüsten mit Waffen? Weißt du was? Nämlich hier das Energiegewehr einfach. Schäbiges Energiegewehr, aber hey, passt. Obwohl, vielleicht nehmen wir doch lieber mit Megumi. Megumi, nehmen wir eine Schrotflinte bitte. Weil so ein paar Schrotflinten-Boys können wir auch gebrauchen. Das ist schön im Nahkampf, ja, schön natürlich. Pam! Viecher wegrotzen, die mir hier ans Leder wollen. Ansonsten, also der Vulkan, ne, vulkanischer Winter ist noch immer da. Aber die Pflanzen wachsen die trotzdem? Ja. Oh, bla bla bla, alles schwanger, Nahrungsmittelvergiftung, dies, jenes, alles klar. Wir sollten mal hier die zwei wieder verbieten, dass sie das Heu fressen. Das ist ja eigentlich nur für den Winter. Ich habe ja gedacht, oh, ich habe viel Heu, hohoho. Das wird mir reichen. Für ganz lange Zeit. Aber dann hatten die Tiere das irgendwie schon nach 2 Tagen alles weggefressen. Also ist nicht schön, teilweise. So, mein Bunker wird gebaut. Achso, hier haben wir es ja auch eingebaut. Sozusagen, habe ich da gesagt, kein Dach? Ja. Weil hier kommt ja dann die heiße Luft raus. Und die haben ja das immer als Schwachstelle genutzt und immer angegriffen. Und dadurch ist es halt immer kaputt gegangen. Deswegen machen wir das mal jetzt so. Ne? Jetzt ist das ganze Ding offen. Deswegen könnt ihr mal hier natürlich alles abreißen. Dann kommt ihr auch besser daran. Und dann kann ich hier mein Lager erweitern. Ne? Also wir müssen noch... Ich muss mal hier so eine kleine Schneise einfügen. Aber da warten wir lieber nochmal. Also ich will hier so einen kleinen Weg machen, am Rand entlang. Ja, hier runter und dann, keine Ahnung, hier lang und dann da und dann, ja, versteht ihr? Damit da alle da hinkommen. Und dann kann ich hier unten ein riesen Lager machen. Also damit man schnell hier hinkommt. Weil das dauert ja, also ich glaube, das verlangsamt, oder? Oder verlangsamt das nicht, wenn man überzeugt läuft. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da noch zu noobig. Also normalerweise auf jeden Fall, wenn man über diese Steine zum Beispiel läuft, das verlangsamt. Das weiß ich. Und über Sandsäcke natürlich auch. Aber über normale Items weiß ich es nicht hundertprozentig. Ich glaube, es müsste auch verlangsamen.
Ja, kann sein, dass das nicht so ist, oder kann sein, dass das nicht, oder, ne, ist halt so. So, Lagerzone, hier, Lager, alles löschen, nur Bier. Und hier, das Bier, ne, nicht Drogen. Drogen können gelagert werden, außer das Bier. Passt. Und dann erlauben wir das Bier wieder, dann sollen sie das mal wegbringen. Oh, die erste Heuladung ist fertig, sehr schön. Achso, was ich noch zeigen wollte, bei Diverses natürlich, ist das nicht bei Diverses, ist bei Produktion, ist bei Produktion. Ich habe hier natürlich einen Tiefenbohrer, ja, aber ich weiß ja nicht, was da unten ist. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal suchen, ob da Uranium oder sonst irgendein Scheiß ist. Ja, einfach damit ich, also ich kann es nicht vorher wissen, ob da Uranium ist. Ich weiß ja nicht, was da drunter ist. Wir haben mal schwere Zusammenbrüche. Leute, haltet durch! Wir kommen bald raus, ganz sicher. So, wir haben wieder ein bisschen Heu, das ist super toll. Und dann verbieten wir mal wieder das Bier. Weil Bier, ne, nicht so gut. Kann mal jemand diese Wände abreißen, Wulfred? Kein Weg, willst du mich verarschen? Kommst doch hier, was? Wo ist denn der? Alter Schwede. Du bist ein... Oh, du Dödel. Warte mal, ist das abbrechen? Nee. Ich meine Befehle. Nee, eigentlich ist das deinstallieren. Nein, abbauen. Nee, abbauen ja auch nicht. Was ist denn das? Abreißen eigentlich. Habe ich da einen Befehl für abreißen? Ja, da. Sehr schön. Sehr schön. Das können wir alles. Obwohl nicht alles. Lol, ich bin ja so ein Noob. Natürlich nur eine Tür. Meine Güte. Wo machen wir die Tür hin? Am besten hier unten. Damit sie möglichst kleine Wege haben. Dann kannst du das erstmal abreißen. Also das kann tatsächlich abgerissen werden. Ne, kannst du mal machen. Alles klar, dann kommst du auch raus. Sehr schön, Wilfred. Du bist ein ganz besonderer Mensch, Wilfred. Mhm. So, ansonsten, was machen wir denn? Dahin, was für eine Tür? Ich würde sagen, auch eine normale Stahltür. Passt. So, Giftschiff schon wieder. Diese dummen Viecher. Mittlerweile ein bisschen Hass habe ich ja. So, schnell mal hier hin und löscht mal das, bevor das noch zu einem Waldbrand wird. Okay, es löscht sich selber. Nein? Doch nicht? Ja? Was? Nein? Ja? Wilfred? Bitte mal löschen. Müssen wir natürlich wieder in Bomben einbauen. Bomben. Bomben sind schön. Bomben sind gut. Nur jetzt, dass es keine Heimat gibt mehr. Sicherheit. Improvisierter Sprengsatz. Gut. Obwohl, wir sollten mal an die Kanten den Sprengsatz setzen, damit wir das schön in die Luft jagen können und das dann alles rundherum in die Luft fliegt. Es ist zum... es ist schon materialintensiv, ne? Also ein Bauteil pro Ding. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher, ja, bevor ich hier noch am Abnippeln bin. Was sind denn das für Stahlteile? Raus damit. Ist doch nicht schön. Das ist doch nicht schön. Wisst ihr was? Wir machen mal hier auch Lagerzone. Mal hier entlang. Das alles entfernen, damit die hier durchkommen. Ja, schnell. Also sie dann da am Rand entlang und dann hier, wenn sie hier hin wollen. Und hier natürlich. Ups. Oh, passt hier. Ich habe ja genug Platz, da können sie das Lagergebiet hier entfernen und erstmal hier rüber verlegen. Ja. Genau so. Das passt. Ja, ja, ich bin zufrieden. Das ist gut. Ein Giftschiff. Das ist wieder mal nicht so schön. Ich finde es auch schade. Sowas wäre auch cool, wenn sie sowas integrieren würden. Dass man diese Viecher umpolen kann. Dass man sie halt... Das sind ja Maschinen. Dass man die halt einfach sozusagen in seine eigenen Leute umwandeln kann. Wie heißt das? Ja, also als sozusagen Kolonisten neuer, ja. Also, ja, ganz einfach. Ne? Wäre gut. Würde ich mögen. Liken.
Ja, und auch ein paar andere Rassen, weil man ist ja eigentlich auf einem anderen Planeten. Also man besiedelt ja einen anderen Planeten. Rimworld ist ja so ein anderer Planet. Ist ja nicht die Erde. Ich weiß jetzt nicht die hundertprozentige Geschichte, aber dass das nicht die Erde ist, wissen wir ja. Und so ein paar andere Alienrassen wären schon cool, die auch friedlich sind, mit denen man handeln könnte. Zum Beispiel, wieso sind die Ureinwohner Menschen? Wieso sind die Stämme, die hier sind, Menschen? Ja, versteht ihr, was ich meine? Wieso sind das keine Aliens, die man, mit denen man handeln kann? Wieso sind die Piraten keine Aliens? Ja, wir können natürlich auch Menschen sein, die Piraten, die hier einfach gesiedelt haben. Versteht ihr, was ich meine? Aber generell ist es ein echt cooles Spiel. Also ich bin zufrieden mit dem Spiel. Hab sehr viel Spaß damit. What the fuck, wieso hab ich kein Licht? Meine Güte. Das ist aber nicht nett. Eigentlich hätte ich nur eins nur gereicht, aber wir machen mal zwei Stück. Sau hat ein Junges zur Welt gebracht. Wir kriegen wieder zu viele Tiere, oder? Wir haben hier wieder, alter Schwede, fünf Ferkel. Müssen wir mal gucken. Drei Kälber. Das könnte wieder. Könnte wieder. Essenstechnisch für die Tiere schlecht sein. Habe ich eigentlich schon hier die Zone wieder geändert? Also, dass sie das Heu nicht essen, das habe ich jetzt gerade nicht mehr gewusst. Ob diese Zone noch da ist oder nicht? Ja, weil die sollen natürlich das Heu nicht fressen jetzt. So, wie sieht's aus mit den Bomben? Die Bomben sind alle verlegt. Sollten wir mal da runtergehen? Mit dem Sniper Squad vielleicht. Weißt du was? Wir gehen tatsächlich mal mit dem Sniper Squad. Sniper Squad runter. Lamdara. Ich habe keine Sniper. Aber den Igor kann eigentlich auch mit, weil der hat auch ein bisschen mehr Reichweite. Happy und Orozco. Please. Calm down. Wir gucken mal, wie schwer es wird. Vielleicht holen wir nicht noch die anderen dazu. Ja, sehen wir dann gleich. Happy ist ein bisschen sehr langsam. Oh, bewegen nur 50. Okay, sie hat rechtes Fuß. Recht. Sie hat den rechten Fuß verloren. So, das wollte ich sagen. Ganz einfach, ne? So, Igor, wie weit kannst du schießen? Igor kommt noch nicht ganz ran, aber Happy müsste rankommen. Alles klar. Was hat denn der? Ah. Run! Meine Güte, das ist auch schon wieder fast wieder das Folgenende. Aber wir haben das Schiff wieder schön ausgehebelt. So immer schön auseinanderstehen, damit ihr euch nicht gegenseitig abballert. Ihr Dödel. Das da, darauf steht ihr ja. Oh lol. Warte kurz mal. Kurz mal, Gebiet 1. Verschwindet ihr, Dödel. Wieso schießt denn kein anderer drauf? Sehr gut. Nur bei dem. Oh, der kann schießen. Aber der ist fast. Der ist fast im Arsch. Im Arsch, am Arsch. In Asch. So. Also eigentlich ist die ja so ungenau. Da können wir eigentlich stehen bleiben und den töten. Wieso ist die Zeit jetzt so verlangsamt? Was ist denn los? Habe ich irgendwas verpasst? So, alles klar. Das Viech ist tot. Dann könnt ihr mal aufhören. Wir machen mal kurz mal das Heimatgebiet hier hin. Damit sie schnell das Feuer löschen, das da ist. Und dann müssen wir natürlich noch die Beschränkung aufheben. Unbegrenzt, ihr habt Freiheit. Ihr seid, ihr könnt in der Freiheit. Ich verstehe nicht, wieso ist denn jetzt die Zeit
verlangsamt. Also wegen dem Kampf? Normalerweise ist doch wegen dem Kampf nie die Zeit verlangsamt. Apollyon, wirst du jetzt wieder anfangen zu brennen? Wahrscheinlich schafft das wieder anfangen zu. Also. Ne? Apollyon hat ein Talent dafür, einfach zu brennen. Der läuft einfach direkt ins Feuer und löscht das Feuer mit seinem Körper. Ja, der schmeißt sich einfach auf die Flammen. So, dann brauchen wir jemanden, der gerade mal diese Viecher exekutiert. Exekutisonne, bitte. Mach die kaputt. So, und dann ist die Folge auch schon wieder fast zu Ende, würde ich sagen, oder? Ja, ihr könnt noch schnell diese Meisterleistung hier beobachten. Psychisches Brummen, natürlich. Nach dem Giftschiff kommt erstmal ein psychisches Brummen und ich weiß nicht, wieso das so lange dauert. Meine Güte, das Viech, das ist ja übel. Was ist denn das? Na, endlich. Ne? Also, ich kann eigentlich schon die Verabschiedung machen, ne? Wie immer, falls die Folge gefallen hat, ne? Lasst mir doch ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos, ne? Und, hallo? Mach mal, ja, sehr schön. Ne? Haben wir es sogar zeitlich geschafft und, ne? Hilft mir in meinem Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Schulzmann.